Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Juhu! Und bevor wir richtig loslegen, muss ich noch was anderes anmachen. Ich habe natürlich wieder die Hälfte vergessen. Ich bin ein Ei. So, ja, da sind ja schon die ersten da. Sehe ich ja gerade und jetzt muss ich mal ein bisschen was rumstellen und ja, jetzt sind wir wieder komplett. Also der Scania ist da, der Micha, der Booty, der Chris sind schon da, der Mr. Laut, Trucker Simon, der Tiger, Jojo, Johannes, Jeremy und TMGIC und der Ralf und ja, was, 1, 2, 3, 4, 5, Fanny ist auch da, Benny, Lukas, Enrico, Lorenzo, der Christian und Mercedes ist auch da. Ossi ist auch da. Und ja, und dann kommen immer wieder neue dazu. So, ich grüße euch erstmal alle. Wir haben heute einen außergewöhnlichen LKW. Und weil es ja so wenig LKWs gibt momentan für die 1.32, dachte ich mir, nimmst du doch mal so ein. Ja, Transformers. Ich kann zwar mit Transformers nicht so richtig anfangen, aber ich dachte mir, mit dem LKW könnten wir durchaus mal von Berlin Richtung, ja, und zwar Richtung Paris fahren. Ja, warum nicht, ne? Könnte ja durchaus mal interessant sein. Gut, lass uns das einfach mal fahren. Ich mache den Motor an. Und dann setzen wir uns rein. Und dann können wir ja mal ganz geschmeidig mal über eine Sache reden. Es wurde mir jetzt nochmal gerade gesagt, das Video, was ich heute früh aufgenommen habe. Wir waren ja, haben ja gestern wieder so ein kleines Feierchen gemacht. Boah, das ist schon irgendwie cool, oder? Und ich konnte heute um 5 Uhr musste ich aufstehen. Ich war ohne Scheiß. Ich konnte nicht mehr schlafen, meine Freunde. Ich konnte echt nicht mehr schlafen. Und deswegen, alter Schwede, sieht der böse aus. Bin ich aufgestanden, hab da ein bisschen mein Ding da gemacht hier, ein bisschen Videos bearbeitet und dann dachte ich mir, so, jetzt setze dich nochmal ran an das Spiel Omsi. Guckt euch alle oder guckt euch einfach das Video nochmal an. Mein erster Versuch bei Omsi, ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Ich bin zu blöd, ich krieg's nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich habe wirklich den Samstag und den Sonntag, heute, also heute früh, wirklich gesessen. Ich habe mindestens 4 Stunden, ich habe das Lenkrad nicht richtig eingestellt bekommen. Es ging gar nichts. Und das habt ihr auf jeden Fall gesehen. So, ja. Und da kommt nochmal vom 4D2 bezüglich Grüßen. Ich bin stolz auf euch, die das hinkriegen, bei Omsi loszufahren. Ich krieg's aber nicht hin. Und damit ist dieses Thema bei mir, glaube ich, vorbei. So, wir haben 1000 Kilometer auf der Uhr. Und wir hoffen, dass dieses Spiel nicht so oft abkackt, ja? So, ist aber schön, ey. Das ist, wow, wir sind ja fast 200 Zuschauer. Wie geil ist das denn? Wir wollen heute vielleicht noch eine Runde Scump machen. Und danke für die 30 Daumen. Danke, danke, danke. Also, wir wollen heute vielleicht noch eine Runde Scump machen. Vielleicht 18, 19 Uhr, so für 2 Stunden. Wir wollten auch noch eine Runde Battlefield, aber das wird heute, denke ich mal, eher nicht sein, eher morgen. Weil am Dienstag läuft ja sowieso die Beta aus. Aber ich habe ein bisschen Videomaterial für Battlefield schon gemacht. Also werden wir dann trotzdem immer mal die Wochen ein Video sehen. Ja, nichts Besonderes. Einfach nur, oh ja, ein bisschen Battlefield, ne? So, aber lasst uns erstmal fahren. Ja, ihr seid ja wieder total verrückt nach Bockwürsten, ne? Eieieiei. So, fahren wir mal hier rüber. Und werden mal den Knüppel auf den Kopf mal überholen hier. Uiuiuiui. Oh. Aber doch nicht, oder? Na doch, komm. Ah, komm. Komm, zieh. So, Kiwi ist auch da. Hey, grüß dich.
VIP. Auch schon lange nicht mehr da gewesen, wa? Zeitverzug und Abfahrtsbahn. Micha ist auch da, war vorhin auch schon, glaube ich, da. Ja, Scum. Ich habe immer gesagt, ja, was wollen wir machen? Machen wir Battlefield oder Scum? Aber ich denke mal, Scum könnte durchaus interessanter sein. Toni wollte auch noch mitmachen. Vielleicht macht der eine oder andere dann auch noch mit. Aber da gab es, glaube ich, schon wieder irgendwelchen einen Vibe. Also wurde alles wieder zurückgesetzt. Also fange ich wieder von vorne an. Das wird wieder gut. Und der Gerd ist auch da, sehe ich auch. Gut. Erstmal fahren wir hier noch ein bisschen durch Deutschland. Nicht so schnell. Man verschätzt sich so schnell, ne? Muss ein bisschen aufpassen hier. So. Dann blinken wir mal vorschriftsmäßig. Wir machen mal 80 und dann lass uns mal ein bisschen cruisen. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was wir, über welche Themen wir uns jetzt, wir haben ja genug Zeit, was wir jetzt alles so ein bisschen bequatschen können. Ja, und betteln hier jedes Mal nach Grüß mich, das ist, wird hier nicht ganz so gerne gesehen, nur mal so als Info. Wie wird man VIP? Funny. Da geht er mir das Messer in der Hose. Ist das ein Hammer? Hi Maximus, du bist der Beste. Dieser Euro ist für ProMods 2.30. Joel oder Joel oder so. Wird das so ausgesprochen? Meine Güte, ich kann gar nichts mehr. Danke dir für den Euro. Den Euro werde ich mir aufheben für die Promod 2. Ich muss mit der Schrift ein bisschen was ändern. Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe ja alles nochmal. Aber danke. Hier, ja, schön mit den Arsch wackeln. Also, ich muss. Den Euro werde ich mir auf jeden Fall aufheben, weil das werde ich wirklich erst machen, wenn die 2.31 draußen ist. Oh, Unfall. Ach du Scheiße. Weil ich dieses Spiel nicht mehr runterpatche. So. Fabian und Weckenhauer ist auch da. Scania war ja schon da. Genau. Aber danke dir. Wie gesagt, es ist jetzt noch eine Beta. Und ich hatte ja das letzte Mal schon meine kleinen Probleme mit den Hoch- und Runterpatchen. Deswegen. Oder wird das Joule ausgesprochen? Könnte auch sein, ne? Ah, jedenfalls stehst du da ganz oben. Top-Spender ist Kai aus der Kiste. 105 Euro, ey. Wie geil ist das denn? Ja. Und Veronika war die Letzte, die abonniert hat. Interessant. Tja, wann kommt das Update raus? Diese Frage wiederholt sich eigentlich wie so ein roter Faden. Ja? Wenn jetzt beim Eurotruck Simulator ist es irgendwie ganz, ganz komisch, dass immer gedacht wird, ich bin mit den Leuten von SCS ja irgendwie zusammen oder so. Ja? Also wir kennen uns. Nee, machen wir nicht. Ich weiß es nicht. Der Mario ist auch da. Grüß dich. Und der Tino ist auch da. So, nee, also, das Problem ist mit dem immer Fragen, weil jetzt Nobel gefragt hat, das wird immer wieder gefragt. Immer und immer wieder. Und das kann dann, man hat ja nichts davon, ja. Die üblichen Verdächtigen, die sind halt hier. Ja, und wenn ich dann mal was sehe, dann sage ich natürlich auch. Und der Weber Frank, danke dir für dein Abo. Genau. Damit ist man gegrüßt. Oder wenn man was spendet, ja. Oder man ist halt sehr, sehr oft da. Ne? Zum Beispiel der Mario, der ist schon 8,5 Stunden aktiv hier bei den Livestreams dabei gewesen. Ja. Das sieht man dann.
Ist zwar noch ein Gefreiter, aber passt schon. Also bezüglich, wann kommt was raus? Jetzt ist momentan immer wieder die Frage, wann ist die Beta vorbei? Wenn die Beta dann vorbei ist, sind die nächsten Fragen, wann kommt der MAN-LKW? Wann kommt der Volvo, Renault-LKW, Renault-T? Wann kommt das DLC? Wann kommt das Krone-DLC raus? Wann kommt vielleicht der Eurocoach-Simulator? Wann kommt der 6-Stunden-Livestream, Enrico? Das ist richtig. Das muss ich machen, wenn ich sturmfrei habe. Weil nächste Woche ist auch schon wieder was. Es ist immer am Wochenende was. Ich kann es ja dann nur am Samstag machen. Und ich will es ja machen, wenn der Multiplayer funktioniert. Ja. Und wenn der Multiplayer wieder funktioniert, dann können wir sowas machen. So. Ja, dann müssen wir halt mal ein bisschen abwarten. Aber ich denke so, wenn der Multiplayer wieder geht, kann man durchaus in der Zeitspanne 14 Tage so damit rechnen, dass ich bestimmt da dann meinen 6 Stunden Livestream mache. Weil 6 Stunden hier im Singleplayer, das wäre ja doof. Kevin, danke für dein Abo. Welche LKWs, die fahren nur 40 km/h? Ich habe keine LKWs, die nur 14 fahren. Wann kommt LS15? Wann kommt LS17? Naja. Und natürlich könnte man jetzt... Achso, da hat er nochmal einer gefragt wegen dem... Ach, dir Funny war es nochmal. Wegen VIP werden, ne? So, jetzt kommen wir nochmal erstmal die eine Sache. Wenn das alles ist mit den LKWs, kommt bestimmt bald die Frage, wann kommt der New Actros 2019 ohne diese Spiegel? Ja, das wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Also, bezüglich VIP geht das am besten über YouTube Gaming. Wenn ihr die Nachrichten hier überall seht, habt ihr einen Direktlink hier zu YouTube Gaming. Und da steht dann unten ganz fett Mitglied werden. Bei manchen Videos haben mir auch schon welche gesagt, kann man das auch schon anklicken, Mitglied werden. Ich habe es bei mir noch nicht gesehen. Genau, ja... Ja, am besten ja so eine Einblende. Oh, hier, schwerer Unfall. Ach du Scheiße. Was da schon wieder passiert? Ach, ein Auto hat sich auf die Seite gelegt. Himmelarsch ins Hirn. Ja, das ist halt... es sind noch diverse Fehler am Start. Deswegen müssen sie da wirklich da noch ein bisschen agieren. Ach, der Aschka ist auch da. Grüß dich. Und unten kommt schon wieder, wann endet die Beta? Ja... Der Mike, danke für dein Abo. So. Wir haben noch knappe 800 Kilometer auf der Uhr und wir gehen noch mal raus, falls der eine oder andere den LKW noch nicht gesehen hat. Oh, böses Geschoss. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr nicht ordentlich fahrt. Ne? Der frisst andere Autos. So. Timo, da hast du schon ein bisschen recht. Das werde ich auch in einem Video so ein bisschen thematisieren. Also das kommt dann noch die Tage. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass ein Auto oder LKW keine richtigen Spiegel mehr hat. Ach, guck mal, der Steven ist auch da. Grüß dich. Aber so ist nun mal die Zukunft und daran müssen wir uns gewöhnen. Und ein Spiegel kann eben nicht so viel darstellen, ja, wie so eine Kamera, die sich da schön mitdreht. Ja, und das ist nun mal die Zukunft. Und auch bei den Autos werden wir uns da umgewöhnen, dass man natürlich auf ein gewohntes Chassis, ja, was man da hat,
ganz normale LKW-Chassis, denn versucht. Was ist denn jetzt los? Ja, kann ja mal aufpassen, ne? Ja, einfach ein ganz normales Cockpit hat man und dann tut man hier zwei so eine Tablets reinmachen. Das sieht einfach nicht schön aus. Das ist eben wahrscheinlich zu schwierig, ein neues System zu bauen. Vielleicht werden wir sowas auch sehen, wenn der LKW, also der neue MAN irgendwann mal rauskommt. Der ganz neue. So. Ach du meine Güte. Was? Vinatini Maxil oder so. Danke für dein VIP. Oder besser gesagt, neues Mitglied. Danke, 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 danke. Hab es mal wieder geschafft. Du hast bestimmt schon mal geschrieben, ich heiße so und so. Mal sehen, ob YouTube das endlich wieder schafft, so schnell wie möglich eine Nachricht hier rauszuhauen, dass man das auch hier im Livestream sieht. In Kanada, da liegt doch auch das weiße Zeug. Yes! Das weiße Zeug ist Schnee. Aha. Aber das liegt nur, wenn es geschneit hat. Genau! Danke für einen Monat VIP. Oder sage ich mal, Mitglied. Du bist jetzt auf jeden Fall jemand, der hat ein Mitglied. Also, ich denke mal, das ist so wie mit allen Sachen, ja. Früher hat man auch gesagt, na, elektrische Fensterheber will ich nicht irgendwie haben. Das reicht auch eine Kurbel. Gibt es jetzt überhaupt noch Autos? Ich denke mal, vereinzelt, wo man noch eine Kurbel irgendwie hat, das ist einfach, das wird einfach, naja, zur Gewohnheit, würde ich sagen. Ja, das gehört einfach da dazu. Und dahergehend muss ich sagen, wir werden wohl mit der Zeit gehen müssen. Außerdem hat es ja den positiven Effekt, dass es ja auf Autobahn bis zu... Sehen Sie zum Beispiel diesen asthmatischen, asthenischen oder atrophischen Teufel. Ich hau dir gleich aufs Maul, du! Ach, Alter, jetzt Jojo hat jetzt VIP und jetzt, wer hat dann das jetzt schon wieder gemacht? Micha, du Kleiner! Jetzt erschreckt mich nicht. Ich war, das sind jetzt zwei neue Mitglieder sind jetzt dazugekommen. Das mit dem Mitglied da oben, das dauert sowieso, dass es denn da kommt. Ja, dazu gezählt. Jetzt ist ja Jojo auch ein Mitglied. Meine Güte. Gleich zwei neue Mitglieder. Wie geil ist das denn? Finde ich gut. Und ich hoffe, dass die Mitglieder irgendwann mal auch über YouTube so eine Belohnung bekommen, dass sie keine Werbung bei mir sehen oder sowas. Ja, aber das selbst Twitch tut ja sowas wieder wegmachen, ne? Selbst die Subscriber, ne? Heißen die so? Ja, ne? Müssen dann irgendwann wieder Werbung sehen, ne? Ja. Ja, Maxi würde auch reichen. Gut, alles klar, wisst Bescheid. Ich muss aber besser hier auf die Straße achten. Und, wie gesagt, wir müssen uns einfach der Technik stellen. Auf der Autobahn 3% weniger Spritverbrauch. In Verbindung natürlich durch ein neues Navigationssystem, was früher erkennt oder noch besser erkennt, ob jetzt eine Steigung kommt, dann schaltet der LKW vorher runter und alles solche Sachen, ja. Und über Land soll er bis zu 5%. Und, ja... Das ist jetzt nicht die Basis, die irgendwann mal so kommt, ja? Du hast vorher auch ein Euro gespendet. Ach, dann bist du das. Ja, dann bist du Jojo, der ein Euro gespendet. Dann, ja, dann, gut, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Genau, so wie Boti da schon geschrieben hat, VIPs haben auf Discord die Möglichkeit, da in den Mitglieder-Channel reinzugehen. Ja, da kann man da auch. Wie gesagt, vielleicht ist der eine oder andere nachher auch dabei, wenn wir eine Runde Scum spielen. Mensch, Boti hat bald die 40 Stunden geschafft, ey. 40 Stunden dabei. Das ist ja heftig, wa? Ich weiß nicht, wann das wieder resettet wird. So. Wir fahren gemütlich die Straße entlang. Kling,
klang du und ich. Ich bin froh, dass es jetzt halbwegs läuft. So. Schön hier durch Deutschland cruisen, gemütlich auf der A2. Sind wir eigentlich auf der A2? Ja, wir sind auf der... Ja, doch. Ja, müssten sein, ne? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Keine Edeltraut am Start. Die hat gesagt, 1000 Kilometer kommt sie nicht mit. Kann mal jemand das Bockwurst-System erklären? Ganz einfach. Leute, die regelmäßig hier sind, bei den Livestreams, ja, die ab und zu mal schreiben, kriegen nach einer gewissen Zeit irgendwie als Bonus, dass die halt hier sind, Bockwürste. Mit den Bockwürsten kann man dann zum Beispiel sowas, was, glaube Micha war das, kann man mich hier erschrecken oder so, ja. Also dann gibt es Ausrufezeichen Maul und dann 500 kostet das. Ja, das habe ich extra so so hoch gemacht, nicht, dass ihr alle 5 Minuten irgendjemand was macht. Dann kommt da halt sowas Eingesprochenes. Oder man macht halt solche Spiele. Nein, auch kein Santa Maria. So, ja, wo man sich gegenseitig ein bisschen bekämpft, ja. Ey, Booty! Oder macht halt Ausrufezeichen, ja, Polizei. Und dann kommt dann halt so ein... Naja, da kommt halt sowas. Ne? Also so ein bisschen Quatsch, weil ich dachte mir, ich fand das ganz gut, um die Leute ein bisschen interagieren, dass sie halt ein bisschen miteinander agieren. Der eine oder andere trifft sich ja danach dann, oder jetzt schon sind sie ja im Discord. Und da haben sich dann schon ein paar Leute so, die sich wahrscheinlich so auch nicht hätten mehr kennengelernt, fahren dann gemeinsam ihre Routen. Ja, jetzt sehe ich doch schon wieder was. Oh, geil. Sieht einfach nur böse aus. Es gibt natürlich auch einen gewissen Cooldown, ne? Jetzt wollen sie alle da ihre Dings. Für die 2, das ist, glaube ich, 10 Minuten Cooldown habe ich da reingemacht. Ich weiß gar nicht, ob er das irgendwie angezeigt hat. So. So. So, warte mal, wir müssen jetzt eigentlich weiter ins Ruhrgebiet, Richtung Duisburg, würde ich jetzt fast meinen, ne? Ja, wann kommt der MAN? Tja, ich hoffe dieses Jahr noch. Wow, hey, schön, 100 Daumen. Lob und Anerkennung für euch. So, fahren wir mal hier rüber. Es wird langsam dunkel hier. Oh, ich fahre viel zu schnell. Das merkt man gar nicht so richtig. Ah, auf jeden Fall. WDR meldet viel Verkehr. Stop and go. Da muss ich ein bisschen aufpassen hier. So, dann geht's nach Düsseldorf. Wollen wir nicht hin? Schauen wir mal. So. Rüber hier. Ja, hier schreibt gerade jemand, Türkisch. Du musst halt immer aufpassen. Bei der Promods musst du im Vorfeld
wenn du es runterlädst, sagen, willst du es mit RusMap zusammenspielen oder ohne? Und dann gibt es da noch so eine gewisse Datei. Und dann kannst du die RusMap und die ProMod zusammen auch spielen. Und dann die Südregion und dann was die Steppe und was es da noch alles so gibt. Das funktioniert alles. Könnt ihr euch auf jeden Fall bei YouTube mal eingeben. ProMods plus RusMap, wie geht das, Tutorial, und dann wird einem das auf jeden Fall erklärt. Gibt's alles. Der Wolli ist auch da, sehe ich. Juhu. Modellbahn auch. Oh, ja, siehst du, der hatte Hunger. Ich konnte nichts machen. Der wollte einfach diesen Pfosten heißen. Dieser Pfosten. So. Ja, September. September kommen ja ein paar Sachen, die ja ganz interessant sein könnten. Für meinen Kanal. Ne? Also am Dienstag kommt der NBA 2K19. Ah, Jack hat einen ordentlichen Bären, wa? Von Chrissy kriegt. Ups. Man sollte nicht aufs Handy gucken und dann LKW fahren. So, dann kommt ja dieses Handyspiel auf dem PC. Dieser Bausimulator 2. Dann kommt ja noch so ein Zoo-Tycoon. Und bei dem Zoo-Tycoon würde ich mal eure Sache. Gibt es bei Steam, soll am 14. kommen. Ist es nicht das Spiel, was vorher mal für die Konsole draußen war? Würde mich mal interessieren. So, dann soll noch irgendwie so ein Fishing World Simulator rauskommen. Weiß ich nicht, ob ich das bringe. Dann gibt es noch so einen Buschflug Simulator. Dann gibt es noch einen Bienensimulator. Und dann am 28. kommt noch FIFA 19. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich weiß gar nicht, ist eigentlich abgefahren da? Wegen der Umfrage? Weil das wäre jetzt mal echt interessant zu wissen. Erstmal werde ich mich mal irgendwo hinbegeben, wo ich jetzt eine Haltestelle finde. Und dann könnt ihr mal, der ein oder andere mal von den Moderatoren, einen Zettel in die Hand nehmen. Na, hör mal auf mit der doppelsinnigen Quasselei und sag mir, warum du heute früh auf der Straße gesessen hast. Ich war zum Stehen zu müde. Modok, danke dir für die 10 Euro. Juhu. Danke, 10 Euro. Und guck mal an, früher war es so, dass die Mitglieder, jetzt habe ich 21 Mitglieder, dass das nicht, dass das ewig gedauert. Da musste erst der Livestream beendet sein und dann habe ich da irgendwie was hin und her geschaltet. Und jetzt wird das auch wieder angezeigt. Yo. Danke dir, das läuft ja wie ein Länderspiel. Habt ihr alle Geld gekriegt oder was? So. Also, ach, Jack schreibt, Dings ist nicht da. Ach, Rocco ist auch da. Juhu. Mensch, heute ist eine Mitgliederversammlung, ja, wa? Also, ich denke mal, im Livestream wird das so laufen beim nächsten, bei meinen 6 Stunden Livestream. Wird es auf jeden Fall so laufen, 6 Stunden ist eine lange Zeit, dass ich dann, wenn wir mal eine kurze Pause machen, auch dann unten in den Mitgliederbereich reingehe und die Mitglieder, wo wir dann noch ein bisschen quatschen können. Natürlich, wenn die Leute Bock haben. Ja. Da müsst ihr mal gucken. So. Was? Feuerzeug? Danke für dein Abo. Hier ist wieder der Bereich wieder nicht überarbeitet. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Also, wir haben jetzt gleich irgendwo eine Haltestelle. Die Sonne blendet so dermaßen hier rein. In den LKW, da fahre ich wie ein Ochse. So, da vorne ist eine Haltestelle.
So, Zettel, Stift in die Hand. Und dann geht's los. Dann werden wir nämlich jetzt gleich nochmal um die Spiele. Und dann kann einer von den Moderatoren da mal ein bisschen agieren. Bezüglich, was euch da am meisten interessiert. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr da eintragen könnt bei der Umfrage. Ob es eine Begrenzung gibt. Ich weiß es nicht. So, ich glaube, Sprit brauchen wir nicht, obwohl der Ami hier wahrscheinlich frisst wie Sau. So. Okay, gehen wir da raus. Ich sag euch jetzt mal, es geht jetzt um die Umfrage. Ich weiß nicht, kann Boti das machen oder ist Boti gerade unterwegs? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele, die ich hier in meiner Liste habe. Oder vielleicht kann das ja auch Aschka. Macht euch das mal kurz aus. Also, das erste Spiel, das ist NBA 2K19. Hashtag tanken. Oder der Gerd, vielleicht kann es der Gerd auch machen. Aber ich weiß nicht, ob der links reinposten kann. Weiß ich gar nicht. So, erstes Spiel ist dieses NBA 2K19. Soll am 11. kommen. Das zweite Spiel, das ist hier dieser Construction Simulator 2 US. Ja. Das dritte Spiel ist Zoo Tycoon. Das vierte ist Fishing Sim World. Ich warte. So. Dann haben wir jetzt das fünfte Spiel. Ist Bush Flight Simulator. Da fliegt man irgendwie durch Amerika da oben rum. Dann heißt das nächste Spiel am 27. Bean Simulator, also B-E-E, also B-Doppel-E, Simulator. Kann kurz dauern. Jo, alles klar. Und das letzte Spiel war FIFA 19. Ich glaube, jetzt habe ich alle Spiele, die ich vorhin gesagt habe, drinne. Das sind die, die September kommen könnten. Ich glaube, Aschka macht jetzt die Umfrage, oder? So. Andraut, danke für dein Abo. FIFA. Also, wenn ich merke, das eine oder andere Spiel kommt bei euch, einfach nur so, dass ich da vielleicht mal so einen kleinen Rückschluss habe, was bei euch vielleicht gut ankommt. Ja, Forza kommt auch, aber erst im Oktober. Das kann durchaus sein, dass im Vorfeld die Demo kommt. Ja, da hast du recht. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich hatte noch überlegt, Assetto Corsa, das neue, aber ich muss ehrlich sagen, ich schaffe das so schon kaum und bin froh, dass ich irgendwie sie nicht richtig hinbekommen habe. Muss ich ehrlich sagen, weil dann, wenn das noch laufen würde und ich hätte das hingekriegt mit dem Fahren, oh je, oh je, oh je, dann wäre es ganz schön dünner geworden. Also ich fahre immer noch die Beta. So, fahren wir mal rüber. Habe ich auch extra immer so reingeschrieben. Und sagt das jedes Mal auch. Und wir fahren noch 300. So, Freunde. Schaffen wir die 150 Daumen, dann könnte man durchaus noch eine Tour ranhängen. Es ist ja richtig flott jetzt gegangen hier mit der Fahrerei. Mit unserem brutalen LKW. Da sind wir ja gleich in Paris. Wir fahren nämlich mit dem LKW zu einem Truck-Event. Der Manta hätte jetzt gerne diesen Truck. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link. Da könnt ihr euch den. Ist für die 1.31 und 32, genau.
So, was muss zusammengeschrieben werden? Oh, warte mal, hier ist doch schon wieder. Ja, die Spiegel sind auch alle so dunkel hier. Also hier ist irgendwie getönt, ne? Das ist alles ein bisschen. Ba, ba, ba. Das ist einfach nur ein Mod, also den gibt's so original nicht im Spiel. Ja, das ist abgelehnt. Also das ist auf jeden Fall ein LKW, der hier in Amerika rumfährt. Wahrscheinlich ist es sowas, man könnte man das sehen. Freiliner, ne? Oder sowas? Oder, ja, sowas in der Art könnte es sein. Und wir cruisen hier in die Nacht hinein mit unseren schwarzen LKW. Und wenn uns nämlich einer ärgert, dann drücke ich auf den Knopf und dann transformiert er sich. Ah, das geht. Ne, keiner hat Ahnung, wenn die Beta vorbei ist. Da muss wirklich. Da muss man wirklich bei SCS da irgendwie ein bisschen auf dem im Block da unterwegs sein. Aber ich glaube, SCS ist sich da auch noch nicht so richtig sicher, wann die Beta nun endlich vorbei ist. Deswegen immer ruhig Blut. Und Wolli will jetzt auch wieder ein paar Bockwürste. Ah ja. Guckt ja lieber mein Omsi-Video an. wie geil der LKW ist. Warte mal, ich gucke mal. Ein böses Gerät ist das. Sehr böse. Ups. Na ja, jetzt müssen wir leider hier so weiterfahren. So, Umfrage ist raus. Aschka hat die Umfrage reingehauen. Danke dir. Jetzt ist jeder gefragt von euch, da mal mitzumachen, weil eure Entscheidung oder eure Stimme zählt natürlich. Das ist für mich einfach mal wichtig, um mal zu sehen, wo die Reise hier auf dem Kanal noch hingeht, ja. Was bei euch Interesse weckt, ja. Zum Beispiel, wenn bei euch oder einer von euch sagt, ey, Basketball, so ein Rotz und da stimmt jetzt gar keiner ab, naja, dann weiß ich, da brauche ich nicht großartig was zeigen, ne. Dann kann ich mir die Zeit sparen. So, Licht habe ich an, ne? Licht habe ich an. Oh, jetzt wird es richtig dunkel. Wie ein Bärenarsch. Ja, dann muss jetzt Aschka immer wieder reinposten. Tommy hat auf jeden Fall Omsi heute schon gesehen. Ja, das war auf jeden Fall eine Glanzleistung von mir, ne? Damit kriege ich auf jeden Fall keine Ehrenurkunde. So. Na ja, wir kräftig gebaut hier. Ach, wir sind ja schon in Frankreich. Fließender Übergang. Ach so. Jo. Feldjäger ist auch zusammen. Da. Juhu, Feldjäger. Also, Aschka hatte mal schnell die Umfrage gemacht auf dem Handy. Könnt ja mal testen, ob das funktioniert. Na, hör mal auf mit der doppelsinnigen Quasselei und sag mir, warum du heute früh auf der Straße gesessen hast. Ja, ich war zum Stehen zu müde. Nimm das Geld und spiel kein FIFA. Wieso das denn? Danke für 15 Euro. Wieso wollt ihr kein FIFA sehen? Na, ein Sportspiel muss ich ja bringen. Weil, wenn ich so schon keinen Sport mache, muss ich ja wenigstens am Computer Sport machen. Und ganz ehrlich, mit Football komme ich gar nicht klar. Ja, das ist mir viel zu schwer. Obwohl ich gegen Moses gewonnen habe. Ja, Franziska ist auch da, sehe ich gerade. Grüß dich.
muss ich da sagen, FIFA macht schon irgendwie Laune. Ich will ja da so meinen eigenen Karriere-Kasper-Kopter machen. Aber das wird jetzt, keine Angst, das wird jetzt nicht großartig mehr FIFA sein wie jetzt. Ja. Außerdem habe ich ja sowieso dieses EA Premium und da brauche ich ja kein Geld mehr ausgeben. Gibst du immer im Jahr 100 Euro und dann hast du die ganze Sache, dann hast du die ganzen neuen Spiele, die kommen. So. Ja, eigentlich ist ja FIFA auch eine gewisse Simulation, ne? So wie Scum. Simuliert ja auch was. Eigentlich ist jedes Spiel irgendwo eine Simulation. So, Frage an Chris. Welches OBS benutzt du? Ich benutze, kann ich dir gleich sagen, ich habe jetzt OBS, die Version 21.1.064. Das habe ich. So. Und was ist? Irgendwas hört sich beim Stream anders an? Höre ich mich anders an oder was? Motorsport. Ja, wer war denn das jetzt mit Motorsport? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken, wer über 5000 Stunden OMSI hat. Was? Feldjäger hat über 5000 Stunden OMSI? Oh. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose. Ist das ein Hammer? Ach, ich liebe diesen Arsch. Jojo, danke dir. Ach, herrlich. Er geht dir ja das Messer in der Hose auf. Ich habe ab morgen Schule. Ach, in Bayern geht's wieder los mit der Schule. Ne, ist das schön. Also ich finde Fußball so gucke ich ohne. Also, FIFA und Dings sind vorne. Ja, also... Es wird auf jeden Fall noch ein Autorennspiel dieses Jahr geben. Ja, das ist halt Forza. Ja. Und ich habe ja wirklich schon wieder überlegt, hier dieses Assetto Corsa, aber ich werde das mit der Zeit gar nicht hinkriegen, da irgendwie richtig zu üben und dann loszufahren. Ich weiß es nicht. Ja, Mago, der müsste auch für die 1.31 gehen. So, wir schauen mal. Wir haben jetzt noch 177 Daumen. Ich sprach das Essen, hier bin ich. Wir machen dann noch eine kleine Tour danach, weil wir haben ja die 150 Daumen haben wir geschafft. Oh, sollte man einen Gang reinmachen. Und wenn wir die 200 Daumen schaffen, dann machen wir noch eine kleine Tour. Machen wir das so? Gut. Ey, abgefahren ist da. Aschka musste schon eine Umfrage reinmachen. Es geht um die zukünftigen Spiele. Einfach immer alle 10 Minuten nochmal reinhämmern. Oh, hier. Oh, was ist denn hier los? Ausgebranntes Fahrzeug hier. Die müssten hier noch so eine Spots machen, ne? Uiuiui. Jetzt geht's los. So. Zuerst die Familie. Da abgefahren, da hast du recht. Danach kann die Sintflut kommen und dann erst YouTube. Das ist richtig. Aber heute werden wir noch gemütlich den anderen. Ja, Jack, ich war wieder ein Gaffer. Ich weiß. Ja, immer schön glotzen. Aber in Real Life nicht immer da reinglotzen, wenn dann irgendwo Leute verletzt sind. Das ist einfach nur, ihr müsst mal davon ausgehen, was ist, wenn ihr da mal liegen würdet. Soll ich eigentlich aufblenden, dass man vielleicht mehr sieht? So.
Nee. Kadi ohne Aschka. Ich muss da immer glotzen, was da los ist. Vielleicht wird ja meine Hilfe noch gebraucht. Ach, abgefahren, Omsi, ja? Das war gut. Das habe ich schon den anderen auch gesagt. Also, das wird wohl das erste und letzte Video sein. Ich hoffe, man kann es sehen. Was? Oh, der Schreinermeister. Danke für dein Abo. Juhu. muss ich mir mal angucken. Also, ich fahre 80, ne? Fährt er jetzt richtig 80 oder was ist da los? Ja, macht er. Das kommt mir so langsam vor. Und wo war ich denn jetzt? Achso, wegen dem Spiel. Ey, ich habe da wirklich Ewigkeiten gesessen mit dem Lenkrad. Dann habe ich das Lenkrad hingekriegt. Dann habe ich ein bisschen gelenkt und dann hat der aber dann gleich um ein bisschen eingelenkt und gleich 365.000 Grad umgelenkt. Dann wollte ich Bremse eingeben. Dann hat er Bremse zwar gemacht, dann wollte ich Gas machen, dann hat er Gas und Bremse. Oh, ich bin bald verrückt geworden. Und dann kommt natürlich sowas raus und ich habe echt keine Zeit, mich da... Ich habe wirklich bald 4 Stunden investiert, um das Spiel hinzubekommen. Erste Tutorial, welche Knöpfe muss ich dort anfangen drücken? Dann dachte ich, gut, fängst du an jetzt, machst mal mit Lenkrad und dann... Oh, Junge. Dann wollte das Lenkrad nicht und dann hatte ich schon eigentlich gar keine Lust. Ich wollte ja eigentlich auch einen Livestream machen. Aber ich dachte... So, das Lenkrad ist auch so dabei. Wie, das hier drinne? Ah, hier im LKW ist das so drinne. Kiwi, ne? Ja, das sind hübsche Mädels, ne? Die da rumspawnen. Ja, da freut er sich. Also auf jeden Fall sind die Mädels interessanter wie die eine, die sich da immer so komisch dreht, ne? So, warte mal. Jetzt wäre so ein richtiges Abbiegelicht gut, ne? Das ist ja dunkel wie... Rian, danke für dein Abo! Lasst uns die Mädels angucken. Wie kann man den beim ETS den Scheibenwischer anmachen? Ich habe den auf P. Und wenn du nochmal drauf drückst auf P, dann wird er schneller und nochmal wird er ganz, ganz schnell und wenn du dann nochmal ist er wieder aus. Bienensimulator abgefahren. Ja, was ist das? Das ist ein Bienensimulator. Ja, muss man bei Steam gucken. Ich habe den in meine Liste erstmal so rein. Könnte vielleicht durchaus lustig sein. Vielleicht mit Stacheln denn irgendwo pieksen. So. So, ETS Justin. Danke für dein Abo. Jetzt will ich gleich hier wieder kreuze quere hier fahren. So. Ja, ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein, ne? So, ich fahre wieder ein bisschen zu schnell, ne? Wir lassen mal aufgeblendet, ne? Ach, ey, das ist jetzt Franziska ist schuld. Die hat von Regen geredet, jetzt regnet es. So, dann war ich mal einen Scheibenwischer an hier. Ena muss ja immer schuld sein. Alles klar. Und gleich können wir ihn... Oh. Das ist doch Polizei, ne? Eieieiei. Aber vorsichtig fahren. 45 Kilometer noch. Dann sind wir da. Aber wir lassen dann erstmal den Tag wieder anbrechen, ja? Bevor wir hier
loslegen. So, hier ist es noch nicht rein. Die nächste müssen wir reinfahren. Gehen wir mal raus. Ja, hier ist jetzt so ein Abbiegelicht. Vielleicht kommt ja sowas auch noch mal ins Spiel. So, weiter geht's. Entschuldigung. Da kann ich gleich Fortnite streamen. Ey, aber ich komm dir gleich rüber, abgefahren. Wegen dem Bienensimulator oder was? Nee, Fortnite kommt mir gar nicht in die Tüte. Ich finde es... Wisst ihr, was ich mir... Ich habe den Tag, wurde mir vorgeschlagen, wenn man manchmal Videos guckt, ne? Dann kommt der irgendwann mal automatisch was anderes. Komischerweise kam hier von Monte, also von Montana Black, kann man halten, was man will von ihnen. Auf jeden Fall macht er YouTube-technisch alles richtig. Kann man nun mal sagen. Oder Twitch-mäßig, da mit seinen Streams. Clever, macht alles richtig. Jetzt, der war irgendwie... Ach so, deswegen wurde er mir wahrscheinlich vorgeschlagen, weil hier wegen Vorbildfunktion oder irgendwas war da. Ja. Ich sage schon, dass man eine gewisse Außenwirkung schon hat, wenn man hier auf YouTube unterwegs ist. Aber man sollte es vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Ich könnte mich mit dem, mit den Aussagen, die da sind, nicht identifizieren. Ja, also ist wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen älter bin. Ich glaube, der ist noch keine 30. Aber muss eh da selber wissen. Er hat aber auch Erfolg. So, und dann ging das, wann, wo wollt, auf was wollte ich denn jetzt so zurück? Ach so, da haben die Fortnite gespielt. Und da kam irgendwie, das war mal mit Allotrix und noch so ein. Jetzt kann ich Scheibenwischer mal ausmachen, ne? Und da haben die da so ein neues Areal, das war irgendwie so eine Wüste. Ich habe es nur nebenbei laufen lassen, weil ich gerade Videos bearbeitet habe und habe mich da einfach nur beseiern lassen. Und ich fand das, muss ich ehrlich sagen, übertrieben, dieses, oh, sieht das geil aus, oh, sieht das toll aus. Ich habe gesagt, wo ist denn da was, was sieht daran geil aus? Die haben 2018, was ist daran geil? Wenn ich mir Battlefield angucke, im Shooter-Bereich, ja, und guck mir da die Grafik an, die ganzen Effekte, das ist für mich geil, muss ich ehrlich sagen. Weil es kein anderes Spiel gibt, was das so auf die Spitze treibt, ja? Was gibt's denn denn noch? Ja, guckt euch Call of Duty an. Das ist, ich habe heute mal geguckt, haben sie mal eine Gegenüberstellung gemacht, Call of Duty und jetzt das neue Battlefield. Ja, ey, man muss das wirklich lieben, im Kreis zu rennen. Dann kann man COD spielen, ja? Dann ist alles okay, ja? Aber wie die da abgegangen sind, oh, sieht das geil aus der Wüstenregion, oh, geil, und da kann man auf so ein Buggy da raufspringen aufs Dach und dann fliegt man hoch. Ey, ich bin, glaube ich, zu alt. Ich glaube, das ist jetzt soweit, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und das war für mich so ein bisschen übertrieben. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Eurotruck-Simulator oder so, da sage ich ja, oh, Mann, das sieht ja richtig hübsch aus und so, ja. Aber weil ich ja die Anfangszeiten vom Eurotruck-Simulator ja auch noch ein bisschen kenne. Ja. Und wie weit sich das jetzt weiterentwickelt hat, ja. Ist da noch ein bisschen was anderes. Aber so extrem da abzugehen, also das war für mich schon ein bisschen übertrieben. Aber na gut. Er hat Erfolg damit und dann läuft das.
Genau. So sieht's aus. Wir kommen jetzt an. Den vorderen Blinker sieht man gar nicht so richtig. Aber wir müssen mal hier rumfahren. Ach, hier kommen wir gar nicht rum. Ich wollte ja jetzt zur Werkstatt. Ah gut, da müssen wir geradeaus fahren. Da vorne ist eine Haltestelle. Wir fahren jetzt einfach mal da vorne rein. Pedro, danke für dein Abo. Und die Leute, die jetzt runtergevotet haben, sind wahrscheinlich diejenigen, die entweder Fortnite total lieben, aber oder wie auch immer. Könnt ihr ja alle spielen. Aber ich würde es nicht spielen. Genauso wie Omsi. Das auch nicht mehr. So. So, jetzt suchen wir uns erstmal eine Haltestelle. Vielleicht kriegen wir ja von hier eine schöne Fracht. So 300 Kilometer. Wenn wir denn die 200 Daumen dann noch knacken, dann könnten wir durchaus... Wir fahren einfach mal hin, dann nochmal eine 300er Tour machen. Aber irgendwann muss dann auch Feierabend sein. So. Alles klarchen. Oh. Juhu. So, machen wir eins, was wichtig ist, und zwar speichern. Speichern ist immer wichtig. So, dann ist wichtig, dass wir einfach mal die Nacht zum Tage werden lassen. Wir sagen mal früh um 7, ne? Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine Tour finden, die so 300 Kilometer hat. Ja. So, Murdoch, mach's gut. Und danke nochmal für deine Spenden. Ich werde trotzdem FIFA spielen. Nicht böse sein. So, also, in Paris hätten wir jetzt noch eine 300er Tour. 300, oh, hier. So eine kleine Bahn hier. So, was könnten wir dann nehmen? Das ist nach England rüber, da will ich ja gar nicht hin. Das sieht gut aus. Ja, ist fast eine 300er. Da sind wir hier oben. Genau, das nehmen wir. Was sind das, Bretter oder was? Das wäre eine schöne Kur. Also zwischen 200 oder 300 können wir mal machen. So. Wir haben da noch auf der Karte eine Markierung. Die müssen wir natürlich wegmachen. Wo habe ich die Markierung? Nee, ist weg. Sah so aus, als wenn da eine Markierung wäre. Aber irgendwo müsste dann unsere Tour sein. Na gut, der wird gleich kommen, wenn wir vom Gelände runter sind, ne? Ach, Feststellbremse. Hallo mal. Das war nicht so clever, was ich hier gemacht habe, oder? Nee, es ist überhaupt nicht clever, was ich hier mache. Wie komme ich jetzt raus mit dem LKW? Der lenkt ja eigentlich auch noch mit ein. So. Haben wir uns ja richtig dämlich angestellt. Naja. Ach ja. Dummheit muss bestraft werden. Hey. Da geht er mir das Messer in der Hose. Ist das ein Hammer. Für den erfolgreich abgeschlossenen Auftrag. Hey. Danke dir, Cracky, für deine Spende.
Der war richtig erfolgreich. Und jetzt kommt der nächste erfolgreiche Auftrag. Jetzt muss ich mal gucken. Er sieht schon richtig böse aus, oder? Der sieht schon richtig böse aus, der LKW. So, jetzt muss ich mal gucken. Und der Arsch hat wieder 2,69 Euro. 69, das hast du mit Absicht irgendwie gemacht, ne? Das hat dann bestimmt eine Bedeutung, die 69. Kleines Ferkel. Oh, Junge, Junge, der lenkt halt ein bisschen anders, ne? So, warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Kann es sein, dass ich... Warte mal, erstmal müssen wir mal... Kann es sein, dass es... Dass der hier die Fracht meint? Der Schlüpferstürmer? Kann das sein, dass wir schon hier richtig sind? Jetzt wollen wir mal schauen. Naja, logisch, Mann, wir sind doch schon hier. Oh, bin ich ein Ei, ey. Sagt bitte Ken, dass ich den Euro-Truck-Simulator spiele. Das ist ja schon richtig, dumm, wa? So. So, Exo. Danke für dein Abo. Der ist exklusiv hier. Oh, oh. Martin, das habe ich nur für dich gemacht. Ich habe rüber geguckt und habe nicht mehr auf die Bremse gedrückt. Ach, danke auch du für dein Abo. Na, einer muss immer schuld sein. Ich bin's nicht. Kennt er ja mittlerweile. Wer mein Omsi-Video heute gesehen hat, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Der kann das auf jeden Fall weiterteilen. So fährt man auf jeden Fall kein Omsi. So, es hat keine Bedeutung, die 69. Gut, alles klar. Das hat keine Bedeutung. So, was mich hier aber stört bei dem LKW, ist wirklich hier diese Tönung, ne? Das muss man sehr... Das wirkt alles so ein bisschen diesig, dunkel, ne? Kriegen wir ja keinen Sonnenbrand hier. So. Also, 252 Kilometer haben wir jetzt auf der Uhr. Und dann sind wir auch fertig. Mit unseren Live-Fahren, außer wir schaffen noch was, ne? Ja, René, manchmal macht das mal ein bisschen Bums, ne? Das ist so, wenn man ein ordentlicher LKW-Fahrer ist, dann muss man ab und zu mal ein bisschen Bumsi-Bumsi machen. So. Hat auch alles keine Bedeutung. Ah, langsam löst sich da. Löst sich alles. Mensch, das Kinder. So, und ich hoffe, ihr hattet... Andreas, danke für dein Abo. Und ich hoffe, ihr hattet schon... Wieso will ich... Ich will doch gar nicht hier lang. Schon viel Spaß in der Schule, ne? Ich krieg... Ja, auf jeden Wolli, auf jeden Fall Omsi-Verbot. Da bin ich sogar dabei. Oh. Nicht, dass die Hersteller dann sagen, naja, den brauchen wir kein Spiel mehr geben. Der hat ja eh keinen Plan. Na. Aber ich glaube, alle, die schon mal irgendwie Omsi gespielt haben, haben zum Anfang da gesessen und überlegt, sag mal, warum, was will mir jetzt das Navi eigentlich sagen? Bin ich dann total dämlich hier? Oder was ist denn hier los? Warum schickt er mich denn in so einen doofen Weg hier lang? Hä? Ach, ich hab's immer zu früh, wa? Ach, bin ich ein Idiot. Ich krieg bei dir ETS-Verbot hier noch. Naja, Hupen ist verboten. So, wir machen mal. Wir machen mal so hier. So. Oh. Jo, sind wieder auf richtigem Pfad. Hä?
Na klar, machen wir Blech kalt verformen. So, Tempomat drin und jetzt wieder ein bisschen über oder entspannt. So, die Umfrage hat nochmal der Aschka reingemacht. Welches Spiel September, worauf ihr ja so ein bisschen Bock hättet? Ja. Weil so kann ich denn, wenn gar keine Stimme irgendwie ein gewisses Spiel kriegt, dann kann ich das nämlich gleich sein lassen. Deswegen schauen wir uns das einfach mal an, ne? So, Staugefahr. Wegen Maximus, Gerd. Das ist doch, Ah ja, was ist denn hier los, Mensch? Der redet hier was von Stau und dann... Ja, was? Oh! Oh! Was ist denn da los? Warum fahren die alle hier vorbei? Pass auf, jetzt wird das Spiel abstürzen. Weil hier irgendwo eine unsichtbare Wand ist, wa? Wieso bremsen die hier? So. Ah ja. Okay, schlafen wird aber zu Hause. Mensch, 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 ey. Mitten hier in Paris. Ey, die fahren ja auch, die Franzosen, Junge. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ne, wenn ich mit so einem Buschflieger rumfliege, da hast du recht, da geht mir keiner auf den Sack da in der Luft, ne? So. Ach, da sind Cousinen und Cousins, oder was? Cousins, wa? Oh ja, Axel, ich brauche auf jeden Fall einen Sonderlehrgang fürs Navi. Ja, mir fehlt diese reizende Stimme, die sagt, Maximus, die nächste, rechts abbiegen. Ja, da wollte rechts überholen. Ich denke mal, da war mal ein Live-Event im Tunnel und der hat den Trigger eben noch nicht so richtig freigegeben dafür. Ich denke mal, da wird irgendwas sein. So, rüber geht's immer. Auf, Gas, 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 komm, 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 komm. Wie viele Tonnen haben wir denn eigentlich hier drinne? 22 Tonnen leere Paletten. Okay. Da muss das aber wirklich schon sehr, sehr übereinander gestapelt werden. Kann so ein Trailer voll bepackt mit leeren Paletten 22 Tonnen wiegen? Oder meinen die den Trailer mit den Paletten zusammen? Ich glaube, dem Trailer mit Paletten wird die rechnen, ne? Tja, Manuel, das frage ich mich auch, wann der neue Renault kommt. Aber du kannst ja mal fragen, wann der neue MAN kommt. Oder der neue Mercedes. So. So, was ist da los? Welche reizende Stimme gehört Lara Loft? Wer ist denn Lara Loft? Meinst du Lara Croft oder was? Hä? Umfrage ist wieder drinne. Bitte Umfrage mitmachen. Was? Kiwi, in dem VW redet ein Typ? Ja, mein Navi hat auch noch eine Frau drinne. Ah, das kann man doch umstehen. Ey, Kiwi, das geht aber bestimmt. Hashtag Google. Also ganz ehrlich, ich lasse mir bestimmt nicht von irgendeinem Typen sagen, hier, wo ich langfahren soll. Außer der hat jetzt die Stimme, sagen wir mal, von
hier Bruce Willis oder so, ja? Das ist was anderes. Aber nicht meine Stimme, das muss ich nicht ertragen. So. Warte mal, wo muss ich hin? Oh, Superchat-Spende von André. 2 Euro. Juhu! Hey, ho, liebe Grüße. Danke dir. Und es hat wieder funktioniert mit den Superchat. Für mich ist ja Superchat eigentlich, da kommt am meisten bei rum. Muss ich ehrlich sagen, obwohl YouTuber manchmal so eine kleinen Gauner sind, ne? Aber glaube, da bleibt das meiste. Aber ich muss eins noch machen bei dem Superchat. Habe ich jetzt mitbekommen, dass die Stimme noch ziemlich leise ist, ne? Von dem Audio. Danke dir! Ah. Völlig losgelöst von der Erde fliegt das Raumschiff völlig schwerelos. So reicht jetzt mit Singen. Bud Spencer Navi. Oh ja, das. Ah, das wäre auch gut. Ah, Bud Spencer und Hansel. Hicks sprach zu dessen, hier bin ich. Das kann noch so alt sein, ne? Das hatten wir jetzt letztes Mal auch schon. Aber irgendwie ist es schön entspannt. Wenn man vor der Glotze mal liegt, ne? Und dann guckt man da mal ein paar Minuten diesen Schwachsinn, ne? Man muss ja eigentlich sagen, das ist ja Schwachsinn. Weil es bringt ja einem Leben nicht gerade irgendwie weiter, aber es beruhigt. So. Ja, das geht natürlich nicht. Wenn man kein Konto hat, dann kann man nicht donaten. Aber das ist nicht schlimm. Das ist die Leute, die es machen wollen, die sagen, okay, ich kann darauf verzichten. Oder jetzt die VIPs. Die haben ja jetzt noch nicht so eine besonderen Vorteile. Ich hoffe, dass das irgendwann mal YouTube mal begreift und da noch ein bisschen was nachlegt. Weil es ist... Ich bleibe ja hier auf YouTube. Obwohl ich schon von vielen Seiten gehört habe, geh doch auf Twitch. Erstmal ist Twitch anders angesehen. Gerade so die Spendenbereitschaft oder die Subscriber. Das sieht ganz anders aus. Gerade auch die Leute, die Amazon Prime haben, hat doch ein Großteil der Leute, ja. Die machen dann halt, subscriben dann halt über Amazon. Hat ja jeder eh mal frei. So. Da ist auch die Tendenz ganz anders bezüglich Spenden. Bei Twitch ist das normal. Und bei YouTube, weil wir es schon länger kennen, kennen wir das ja als Videoplattform. Und die Videos haben wir ja immer umsonst. Und da sieht man das irgendwo noch ein bisschen anders, da denjenigen was zu spenden. Aber ich habe mir gesagt, hey, ich bleibe trotzdem hier. Ich will meine Community nicht zerreißen, obwohl ich wahrscheinlich auf Twitch das 3- oder 4-fache machen würde. Ach, der Chemie ist auch da. Grüß dich. Ist der Chemie da? Ja, glaube ja. Genau, ja. Und muss ich ehrlich sagen, ich mache das als erster Linie, weil ich das hier als Hobby sehe. Und auf, wenn ich das hauptberuflich machen würde, würde ich ganz anders damit umgehen. Dann würde ich wahrscheinlich auf Twitch das machen. Und dann würde ich jeden Abend würde ich Videos machen, Vormittag, und abends würde ich dann Livestream auf Twitch machen, jeden Abend. Ja? Und da würde ich dann richtig Gas geben. Aber das ist ein Hobby. Und das Hobby, da verdiene ich mein Geld, dass ich da überleben kann. Ach, fällt dir gar so. Ja, jetzt. Aha. Das ist die Stimme des Navi gegeben hat. Naja.
So, da stellt jemand eine Frage wegen der 1.32. Ich denke mal, das könnt ihr alle so beantworten. So, ja. Aber, wie gesagt, so sieht's aus. Unser Kunde wartet auf unsere Lieferung und verdammt, wir haben die 200 Daumen geknackt. Verdammte Axt. Jetzt muss ich doch noch eine Tour machen. Das war ja jetzt im 50er Schritten, aber jetzt wird es eng. Jetzt, ich glaube, die 250 knacken wir eh nicht. Also wird es dann wahrscheinlich die letzte Tour sein. Wir gucken mal. Tank ist noch ausreichend gefüllt. Kann das sein, dass der Anhänger so ein bisschen dreckig ist bei dem? Das finde ich ja auch nice. So. Oh, da kommt der gar nicht aus dem Knick hier. Was ist denn los hier? Oh, bei mir ist jetzt vom Lenkrad abgefallen hier. Ich schnuppel immer hier bei meiner Schaltung, ne? Da habe ich jetzt meinen Arm so drauf und dann knubbel ich immer hier auf das Plasteding, was hier so reingesteckt ist, wo man die Gänge gucken kann. Jetzt habe ich das auch abgeruppt. So, wie gesagt, Umfrage ist immer noch September-Spiele, welches euch am besten interessiert. Ja, abgefahren hat das nochmal gelinkt. Geliked, gelinkt, genau. Und heute Abend, ich denke mal gegen 19 Uhr, werden wir nochmal eine Runde Scump machen. Und morgen werden wir abends, da werde ich keine Abfrage machen, werden wir mit den Jungs dann noch eine Runde Battlefield machen. So. Wir fahren jetzt mal rum, weil ja dann die Beta sowieso vorbei ist. Wollen wir das auf jeden Fall dann nochmal nutzen. Vielleicht fange ich ja mit Scump sogar noch ein bisschen früher an. Schauen wir mal. So. Jo. Wo kommt ihr denn alle her hier? Wartest du jetzt auf mich oder was? Das ist aber sehr gütig. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich hier... So. Ach, sieht der böse aus. So, hier können wir dann auch rum. Ah. Muss Boti wieder irgendwelche Skins bauen? Ja, der wird bestimmt irgendwann mal noch ein paar Sachen bauen hier. Immer ganz ruhig und gediegen. Was wir nicht schaffen, das bleibt liegen. Da vorne geben wir jetzt erstmal unsere Fracht ab. Leere Paletten. Und hier war ich selber noch gar nicht. Aha. Wieder was freigefahren. Genau. Und grüßen Sie doch nicht auf Befehl. So, machen wir auf die Luke hier. Muss auf Klo, mach schnell. So. Machen wir mal das hier, reicht zu. Merkt denn schon, ne? Der LKW ist ziemlich hoch. Ach, bin ich zu früh weit gefahren. Oh. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ach so. Ah, der hat da vorne noch so eine komische Schürze. Sehe ich gerade. Ah, hier diese Einblendung, guck mal. Das ist schon nicht schlecht, wenn die die Anhänger so ein bisschen mitlenken. Du, du,
Oh, endlich Ruhe, oder? Ist das nicht angenehm? Oh, ist das schön. Befehle gab es nur bei der Bundeswehr. Rolli, da hast du recht. Was ist ein Befehl? Na, kennt ihr noch die, die Erläuterung? Eine dienstliche Anweisung von einem Vorgesetzten, eines Untergebenen, mündlich, schriftlich oder anderweitig. Was ist ich? Weiter weiß ich auch nicht mehr. Es ist schon zu lange, ja. So, wir haben ja die 200 Daumen geschafft. Das bedeutet, wir machen noch so eine 200 bis 300 Kilometer Strecke. Und dann gucken wir mal, wo uns die Tour hinführt. Die führt uns wieder zurück. Aber anderen Bereich, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Hier. Aber da müssen wir ja so weit bis dahin fahren. Das ist ja auch doof. Das ist ja richtig doof. Hier. Oh, die ist 300 Kilometer. Eieieiei. Okay. Aber danach ist dann wirklich der Feierabend, wa? So, LKW. Volle Fahrt voraus. Aber natürlich das Problem, wie kommen wir jetzt wieder raus hier aus diesem ganzen Moloch hier? Da ist ein Trailer. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt so rumkomme mit den LKW. Oh. Ja, ja. Ich glaube, da komme ich nicht so rum. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen könnten. Jetzt mit der mitlenkenden Achse, ob wir das... Ob das gehen. Ah ja. Ei. Wie geil ist das denn? Ey, überleg mal, mit einem normalen Trailer hätte ich das nicht hingekriegt. Feuer frei. So. Genau, die Beta ist so lange, wie sie noch in der Beta ist. Keiner weiß, wann die vorbei ist. Kann am Freitag sein, muss aber nicht. Wir lassen uns einfach überraschen. Immer schön durch die Hose atmen. So. Grüne Welle, das ist gut. Ach, wenn du dann mal bremst, dann ist der... Braucht der mal so eine gewisse Sekunde. Was ist das von... Ah! Alter! Welcher war... Micha! Alter, Mensch! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Eurotrucker-Fan ist auch da. Meine Fresse! Ich habe mir bei den Hosen gemacht. Wie ihr macht es dann bei Scump, Junge, ey? Denn da gibt's Backpfeifen, sage ich euch. Ihr seid aber wirklich richtig gemein zu mir. Mann! Also da habe ich auch gesagt, da könnte man durchaus noch was anderes finden, ja? Andere Geräusche, ja? Da bin ich frei und offen. Nein, ich spiele kein Omsi. Nein, nein, nein. Es war peinlich genug. Das war wirklich sehr, sehr peinlich für mich. Aber das Gute ist, dass ihr schon einiges gewohnt seid. Ah.
Jesper hat sich auf jeden Fall auch erschrocken. Ja. Das ist, ja. So, Kokos. Bäh. Ist jetzt nicht so mein Fall, ne? So. Der Lars, danke für dein Abo. Oh, oh, oh. Das sieht man bei den Spiegeln ja fast gar nicht, ne? Komme ich da ran oder komme ich da nicht ran? Ich glaube, ich bin dran, ne? Sind so dunkel wie die Spiegel, dass du das gar nicht richtig erkennst. So, nochmal hier. Kriegen wir doch hin, die Scheiße, oder? Bin doch der Einparkprofi hier. Ups. Ich bin kein Einparkprofi. Falsche Lenkt. Ah, siehst du, geht doch, Mensch. Ruhe im Karton hier. So. Nee, GTA gibt's auch nicht mehr. Irgendwann ist Schluss. Und ich muss auch sagen, wenn es mich im Leben nicht weiterbringt, ja, also wenn man immer nur so ein Kiki-Kaki macht daraus, ja, dann habe ich auch nicht so richtig Lust, solche Spiele noch weiter zu zeigen, zu spielen. Wir machen mal so lang. Genau so fahren wir. Es war nicht die schnellste Strecke, aber dann haben wir im wenigsten noch ein bisschen was abgefahren, ne? So, gut. Attacke Hü-Amerika. Lasst die Spiele beginnen. Jetzt fahren wir mal ein bisschen ordentlich. Warte mal, ich will nur noch was gucken. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal hier hinten hinkomme. Ja, ich weiß es nicht. Und weil ich ja manchmal... Ich will ja ein bisschen noch Sachen abfahren. Muss ich das jetzt einfach mal so machen? Dann ist ein bisschen länger die Strecke. Und schau mal. Glaube ich, wenn wir hier jetzt rausfahren. Das ist einfach nur, um hier mal ein bisschen was freizufahren. Weil ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal hier lang komme. Wir fahren jetzt einfach mal hier geradeaus. Und das kann man natürlich immer schön im Livestream machen. Und dann sehe ich hier auch mal, was hier los ist. Aha, hier ist quasi ein Containerbahnhof. Hui! Okay. Okay, da haben wir das jetzt auch gesehen. Oh! Ey, da hat doch jemand eine Banane hingelegt. Na, das kann doch nicht sein. Und nu? Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Papa ist im Pommerland. Pommerland ist abgebrannt. Schlaf, Kindchen, schlaf. Natürlich nicht. So.
Okay. Ich muss mal noch mal schnell was machen. Ach, das ist wieder... Eignungstest für den Führerschein. Ja, habe ich auf jeden Fall bestanden. Oh, Mensch, komm. So, jetzt aber geht's wieder los. Bin ich jetzt hier richtig auf der Straße? Ja, oder? Ja. Sie sind zum Beispiel diesen asthmatischen, asthmatischen oder atrophischen Teufel. Ich hau dir gleich aufs Maul, du! 4D2, Alter! Mann! Das mit den aufs Maul hauen, das gefällt euch, ne? Ich hatte noch was gehabt, ne? Oh, erschreckt mich doch nicht immer so, Mensch, Freunde. Bin doch nicht mehr der Jüngste. Ihr bringt mich noch ins Grab. Ja, SWR meldet auch schon, verrückter LKW-Fahrer wieder unterwegs. Ja, das ist manchmal echt traurig, wa? Was hier so passiert auf der Straße. Nu, wir hatten eine Schütte in die Stadt. Ich glaube, ich kann keine langen Livestreams mehr machen, meine Freunde. Das ist nicht mehr gut. Das stimmt ja. Der wollte auf jeden Fall die Container fressen. Und Juju hat auf jeden Fall die Emojis gefunden, ne? Was? Amtssprache ist hier Deutsch. Hier wird nicht Englisch geredet. Ach, guck mal an. Ist das so eine Brücke, die automatisch hochgeht? War hier so ein... Ja, das müsste so eine Brücke sein, wa? Jetzt, warte mal, ist hier irgendwo ein Schiffchen? Ja, ja, das ist so eine Brücke, ne? Wie gesagt, hier war ich noch nicht. Und ich lerne auch immer wieder was dann Neues dazu und finde was raus. So, jetzt fahren wir ein bisschen ordentlich. Mit unserem mächtigen LKW. Oh. So. Warte mal. Ja, Kiwi, du hast dich auch erschrocken, ja, aber nur weil ich mich erschrocken habe. Ah. Ja, stimmt. Abgefahren ist nicht abgestürzt. Ich hatte noch irgendwelche Trailer drinne gehabt. Und da kann es manchmal passieren. Da kamen ja auch die letzten Tage auch immer wieder ein paar Fixes, ne? Vom Spiel. Und irgendwann muss es ja mal laufen. Wenn wir das nächste Woche rausbringen wollen, ne? Also die Beta. Dass die vorbei ist. Hat ja denn auch lange genug gedauert, ne? Aber lieber so, dass die uns dran teilnehmen lassen, als wenn wir noch länger warten und wir dann mitkriegen, ey Mann, warum hat denn der, ist mir jetzt reingefahren, der sieht doch, dass ich hier ein echter Terminator bin. Ach ne, Transformer. Transformator. So. Alles klar, Richtung Marseille. War das das? So, wer beleidigt nur? Der da unten? Naja, die Moderatoren wissen schon, was sie machen sollen. Keine Angst. Wir machen wieder 80 rein und cruisen jetzt gemeinsam. Aber da können wir ja langsam, aber sicher, wir haben jetzt noch 200, also ich denke mal, wenn wir da sind, kann ja entweder abgefahren oder Aschka dann nochmal die Umfrage hier so reinschlüsseln.
Oder einfach auf Discord das Bild dahin machen. Dann müsste ich eigentlich das auch sehen. So. Ach, andere Sache. Meine Freunde. Was ich gerne noch hätte. Könnt ihr euch mal Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob es nur bei VIPs geht oder ob das auch mit dem Programm geht, ja. Wie lange jemand aktiv ist, ja. Glaube, bei VIPs, das würde ich gerne drin haben. Ich habe ja jetzt zum Beispiel, wir haben den Jojo, ist der letzte VIP, ne? Aber ich würde gerne so eine Anzeige haben, was dann so, sagen wir mal, alle 10 Minuten oder sagen wir mal, jede Viertelstunde, dass einer angezeigt wird, der gerade Subscriber ist. Also, da sagen wir mal, hier Kiwi, Umfrage, so, da ist der Link. Strawpoll. Gut, alles klar. Dass ich dann quasi, dass dann hier die Anzeige kommt, so zum Beispiel Kiwi oder Micha oder wer alles VIP ist, wo es dann ankommt, hier, Max Mustermann ist schon 3 Monate VIP. Das würde ich gerne hier also als Anzeige. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das, ne? Da könntet mal einer mal schauen, ob es da irgendwo ein Video gibt, wie ich das einblenden kann. Weil ich habe ja so, früher hatte ich ja diese Einblendung gehabt, wo es immer durchgelaufen ist, aber da hat es auch keiner so richtig gesehen. Deswegen würde ich das gerne so machen. Dass ab und zu mal was reinkommt. So, Umfrage läuft immer noch. Genau. Mann, der hat aber ordentlich zu tun, wenn er hier... Wir müssen auf jeden Fall nochmal... Wir machen nochmal einen Tankerli, ne, unterwegs. Obwohl wir auch so das hinbekommen würden. Ah, böser LKW, böses Gefährt, oder? Ups, ich hatte den an den Reifen verloren. Wann kommt denn die nächste Haltestelle? Da ist eine Haltestelle da unten. Genau, da kommt eine Mautstation, da halten wir nochmal an. Hat sich einen Heist angeschlossen. Ah, ihr seid echt heiß, ne? Auf euren Heist. Also, nochmal, ne? Für alle, die nachher noch ein bisschen Muße haben. Ihr könnt dann dabei sein. Bei Scum. Ne? Wenn wir dann ordentlich einen Server finden. Oder ich. Mal gucken, ob noch der ein oder andere mitmacht. Und für alle, die das Spiel haben, die gucken einfach mal rein. Und dann könnt ihr auch da mitmachen, ne? Hey, Beckenhauer, du bist doch nicht 4,5 Stunden da aktiv gewesen, oder? War noch mehr. Hast du mal vergessen, Bockwurst reinzugeben. Aber du hast noch mehr Stunden wie ich. Obwohl ich streame, habe ich, glaube ich, gerade mal 2 Stunden bin ich aktiv. Es hat begonnen, die Ziehung der Gewinner. Naja. Oh, da haben wir eine ganz schöne Menge Leute mitgemacht, ne? So. ...19 Minuten ist jetzt der Countdown. Gibt's keinen Heist mehr, wa? Jetzt muss ich sowieso noch mal die Leute fragen, ob das mit der Sache okay ist.
mit den ganzen Minispielchen. So, warte mal, da kommt jetzt die... Oh, 9 Monate, Kiwi, bist du schon VIP. Ja, ey, ohne Scheiß, die Zeit rennt ohne Ende. Ich glaube, deswegen hast du auch dieses lilane Ding, ne? Deswegen. Das sind die... Ey, extra gemacht für die, die länger da waren, die kriegen dann die richtige schöne Farbe. So, warte mal, ich muss mal schnell mal hier raus. Weil manchmal geht der Chat nicht weiter. So, Original anzeigen. Jupp. Lass mich mal schnell schauen. Das ist der Strawpol. So. Okay, Umfrage. Was hat denn, was habt ihr bis jetzt umgefragt? So. Vote. Gut. Also. Ey, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Ich kann ja mal auflösen. 17 Votes. Insgesamt haben wir 53 Votes nur. Mehr nicht. Was ist da los, meine Freunde? Also, dieser Construction Simulator, also dieser Bausimulator, was mal vom Handy kam, der ist auf Platz 1. Der hat 33 Stimmen und der Reaper, der Cree Reaper, hat mich abonniert. Danke dir. Dann FIFA auf Platz 2. Dann kam dir dieser Bushflight Simulator. Der ist auf 3. Dann kommt NBA. Dann kommt der Bienensimulator, dann der Fishing-Simulator und der Zoo-Simulator. Gut, also ich hätte damit nicht gerechnet, dass ihr diesen Bausimulator da wählt. Aber gut, ja. Kurze Pause, ja. So, ja, dann fahren wir mal weiter. Warte mal, komme ich hier durch? Oder ist es hier wieder so eine... Ja, wir fahren mal lieber hier lang. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ab Dienstag kann ich da was zeigen zu diesem Handy-Bausimulator. Da werden wir jetzt keine großen Folgen davon machen. Ja, ruhig und gediegen. Werden wir ein bisschen buddeln. Also ich habe für mich jetzt so vielleicht 5 solcher Sachen ausgewählt. Ja, so, alles klärchen. Wir fahren hier rum. Weil ab Mittwoch kommt ja das Spiel. Ups, au! Das war ich nicht. La 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 la. Also ich weiß es nicht, ob es mit dem Boss schon mal geklappt hat. Wenn das mit dem Boss doof ist, dann kann ich das auch deaktivieren. Dann lassen wir das mit dem Boss. Den Kampf gegen den Boss. Life is life. Na, 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 na. So. Wir hören mal lieber auf mit singen, wa? Wir haben jetzt noch 125 Kilometer auf der Uhr in Frankreich. Jetzt mit unserem monstermäßigen LKW nochmal zum Fürchten. Der hat schon einiges mitmachen müssen, aber er hält immer noch. Und danach transformiert er sich. So, warte mal, ich darf da 80 fahren. Warum fahren die hier so langsam? Kann doch alles nicht Warzenschwein sein. Und dann werden wir oder ich ein schönes Päuschen machen. Muss mir sowieso noch fertig machen für morgen. Rasieren, duschen. Ah, der ganz normale Wahnsinn, ne?
So, ach, tanken brauchen wir nicht mehr. Die lassen wir einfach jetzt so rechts liegen hier. Jetzt muss ich echt mal überlegen, bin ich hier? Doch, hier muss ich schon mal lang gefahren sein. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ey, Santa Maria. Oh, zu schnell. Ah, das sieht doch schön aus hier in so einem Dörfchen, oder? Sowas fehlt noch in Deutschland. Dass dann halt so eine kleinen Städte, wo man auch vielleicht nichts macht, einfach nur durchfährt, dass die noch irgendwie drinne sind. Ja, dennoch vielleicht eine Möglichkeit zum Parken. Santa Maria machen wir, wenn ich den 6 Stunden Livestream mache, da bin ich sowieso ein bisschen bläh. Da können wir dann sowas machen. Was? Fliegt junger Adler? Oh. Was ist eine schöne Gegend hier? Ach, hier ist so ein alter, schöner Mercedes. Ich würde ja gerne auch so ein 1017 hier haben wollen, ne? So richtig schön mit Bundeswehrlackierung und dann geht ab die Luzi. Was? Panka Maria? Ja, die kommt aus Hamburg, wa? So. Was sehen wir hier? Dass wir jetzt hier im Kreisverkehr der dritten Ausfahrt raus müssen. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Komm. Der macht Krach wie ein großer, sag ich dir. Ja, ich glaube 500 PS habe ich hier drin. Ey. Aber ey. Ey du, ey. Warum bin ich denn jetzt schuld? Hau ab. Ich war im Kreisverkehr, du Trottel. Was los? Boah, das abhauen. Ich hab auch immer ein Glück, ne? Bin aber auch nie schuld. Habt ihr das mitgekriegt? Also, wer mich länger schon verfolgt, der kriegt auf jeden Fall mit, dass ich nie schuld bin. Zu jeder vollen Stunde einmal Santa Maria. Das können wir auf jeden Fall hinkriegen. Oder zu jedes Mal, wenn 100 Euro voll sind. Da können wir es auch so machen. Ha? Das ist doch viel besser, oder? Alex, ein W50 wäre ja geil. Das stimmt. Richtig schöner W50 mit einer HW80-Anhänger hinten dran. Oh, das wäre so geil. Und dann am besten mit so einer richtig schönen diese Ballonreifen und dann noch Häckselschrot hinten drauf, ne? Also hier Maishäckselzeug. Ach, das wäre cool. Ja, das wird auf jeden Fall teuer. So. Ah, mir. Ja, jetzt tut mir langsam so ein bisschen der Rücken weh. Oh, müde wäre ich auch. Ich konnte die Nacht einfach nicht mehr schlafen. Dabei haben wir gestern mit Toni gar nicht so durchgezogen. Da war noch eigentlich alles so. Ja, hätte noch einen Leistungsmarsch machen können. Bin dann auch zügig eingenickert. Aber dann hat Katzenpaule wieder ein bisschen so an der Tür. Da habe ich ihn rausgelassen. Und dann konnte ich nicht schlafen. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Keine Ahnung. Da bin ich kurz nach 5
bin ich dann aufgestanden. Kurz vor 5 Uhr war es sogar. Stimmt. So. Und dann, und durch diese Sache, ist heute mein glorreiches Werk um die 2 entstanden. Völlig übermüdet. Kein Plan vom Spiel. Hab's trotzdem gemacht. So. Jetzt wisst ihr alles. Ey, die Sonne blendet ja schon wieder so ekelhaft. So, ich fahre ja aber nicht jetzt langsamer. Ich hätte noch eins rüberfahren können, ich weiß. Wir müssen ja hier sowieso runter. So, so, so. Wir haben's gleich geschafft. Oh, da haben wir den LKW ja wirklich ausgiebig, sind wir den hier fahren. Muss ich ehrlich sagen. Sind über 1000 Kilometer mit denen gefahren heute. Fährt sich weg, ne? Also, ich denke mal, man könnte sich besser konzentrieren, wenn ich jetzt nicht überall rechts und links noch irgendwelche Bildschirme anhalte, ne? Aber 15 Kilometer noch. Oh, schön. Ja, immer diese Katze. Das ist wirklich... Immer dieses Katzenvieh. So. Die nächsten Kilometer sind die letzten. Wie lange haben wir denn gemacht? Beide 2 Stunden, wa? Oh, Jojo hat einen Einsatz. Dann grüß deine Kameraden. Ist wahrscheinlich auch bei der Feuerwehr, wa? Ist der auch bei der Feuerwehr? Hab ich jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber ich find's gut, dass der ein oder andere solche Aktivitäten macht. Find ich gut. Ich bin mal lieber nicht bei der Feuerwehr, dann mach ich da nur mehr Schaden wie Nutzen. Jungs, was ist denn hier los, Mann? Das nennt man Streik. Ist ja auch ein Verkehr hier. Mit meinem schwarzen Blitz hier. Die Lichtanlage sieht doch nur echt böse aus. Jo, fast 2 Stunden. Naja. Wenn jemand Bockwurst sammelt, ja, dann muss er Ausrufezeichen Bockwurst. Naja, hat er ja oben gemacht, der Gaming. Genau. Siehste, läuft auch. Ja, irgendwie ist der ein bisschen dämlich, wa? Der kommt ja nicht irgendwie. Es kommen immer wieder neue Autos. Warte mal, jetzt ist eine Lücke. Jetzt ist eine Lücke. Oh! Hört ihr das? Bei mir ist auch ein Satz. Oh ja, da kommt schon der erste an. Ist ja gleich bei mir hier die Feuerwehr. Meine Güte, was ist denn hier los? Ey, Jojo, wohnst du jetzt hier bei mir? Und da wird dann das Tor aufgeschlossen. Nee, ist zugeschlossen und... zugeschlossen und hat keinen Schlüssel dabei. Junge, 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 Junge. Das ist so, ne? Fliegeralarm. Die Russen kommen. So, ne, die haben ja hier nur. Ist das geil? Jungs, ist das geil? So. Mal sehen, ob es nochmal läutet. Ich glaube, jetzt fährt er. So, kommt der nächste mit dem Fahrrad an? Ja, und das musste auf jeden Fall Handshake. Gut, alles klar. Fahrt hin. Hat er Schlüssel? Nee, hat auch keinen Schlüssel. Hat auch keinen Schlüssel und kann nicht aufschließen. Stehen Sie da, 2 Mann. Warten. Ah.
So, jetzt komm, wer kommt noch? Ja, jetzt kommt der Dritte mit dem Fahrrad und hat einen Schlüssel. Und ach, gut, alles klar, dann fahren wir mal weiter. Wie geil ist das denn, ey? So ist das. Ich rede gerade über Feuerwehr und dann muss hier sowas passieren. Ja, 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 ja. Oh, er lässt mich. Gut, alles klar. Das Problem ist jetzt die Affenköppe hier. So, na, ein bisschen hier mit Schwung und mit Schmackes. Hinks, Spaß, das erste hier bin ich. Oh, ich wollte schon sagen, nicht jetzt so abkacken hier, ne? Oh. Ja, ey, ich denke mal, hier sind einige dabei, die hier bei der Feuerwehr sind, ne? Und wo sie es jetzt gehört haben, da haben sie auf jeden Fall Lust gehabt, wieder irgendwas zu machen. Aber so lange wie ich jetzt hier, ne, streame, gibt es hier nichts mit abhauen. Nee, natürlich nicht. Wenn Einsatz ist, dann ist Einsatz. Komm, was wolle. Man muss halt die Balance finden, ne? Wie viel Zeit man da investiert, ne? Ob es der Partner so ohne Mohn mitmacht, ist ja auch manchmal so. Ah. Aber man kann ja auch noch nicht mit dem Argument kommen, naja, lieber bei der Feuerwehr, als wenn ich in der Kneipe sitze. Weil die machen hier auch ordentlich ihre Feierchen, ne? So, alles Gleiche. So, ausgewertet hatten wir jetzt. Das war ja ein knappes Rennen zwischen dem Bausimulator und den anderen Spielchen. Und FIFA war das. Da werden wir definitiv was sehen. Und dann... Oh. Ah, das habt ihr bestimmt nicht gehört. Die haben Sirene an und raus sind sie. Ah, habt ihr nicht gehört. Verdammt, zu leise. Die Demo kommt erst am 13. raus. Für FIFA oder was? Ah, ja, stimmt. Am 13. habe ich auch was gehört. Ne? Ich weiß jetzt nicht, für alle oder für Vorbesteller oder für Premium-Kunden für FIFA. Weiß ich jetzt gar nicht. So. Ach so, Mario hat jetzt gerade... Nee, ich sehe gerade... Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Discord noch. Ja, was mache ich denn jetzt? Ist ein Kreisverkehr. Wo will ich denn lang? Oh, Kiwi. Da muss ich dir mal ein großes Lob aussprechen. Also nicht jeder kann gewisse Sachen sehen. Ich hoffe, dass man auch ehrlich zu sich selber ist, wenn man gewisse Sachen vielleicht nicht verarbeiten kann, dass man sich dann auch Hilfe holt. Das ist nichts, worum man sich ja schämen muss. In Amerika wird das gang und gäbe. Nur in Deutschland ist es so wie so ein kleines Stigma, wenn man sagt, man geht mal zum Psychologen, weil man eine gewisse Sache nicht mit der Familie, sondern mit einer neutralen Person teilen möchte. So, weil wir heute so gut agiert haben, machen wir nochmal einen kleinen Ausflug in die Kunst des Einparkens. Ey, wollen die mich verarschen? Wieso haben sie denn jetzt da hinten die Parklücke gemacht? Oh, nö. Das finde ich jetzt aber nicht toll. Ja,
Ja, dafür, dass ich jetzt hier einparke, seid ihr nachher. Seid ihr nachher beim Livestream gegen 19 Uhr. Also, die Leute, die mich abonniert haben, die kriegen ja automatisch ihre Mitteilung, wenn es hier losgeht. Oder die bei Discord sind. Oder bei YouTube, Twitter, Facebook. Und das meine ich, wenn man hier mit der mitlenkenden Achse hat, dann ist das gar nicht mal so einfach. Außer echt ein bisschen umdenken. Oder in der Steam-Gruppe, da kriegt ihr ja die Infos. So, warte mal. Können wir wieder gerade ziehen. Und jetzt wieder zurück. Ein bisschen Dollar einlenken. Jetzt wieder zurück. Oder war das schon wieder zu spät? Das war schon wieder ein bisschen zu spät. Ich habe gar nicht nach vorne geguckt, ob ich diesen Kasten treffe oder so. Ich Schlumpf. Oh, danke für dein Abo. Ich kann leider jetzt nicht gucken. Danke, 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 danke. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das haben wir schon viel, viel schlechter bei mir gesehen, oder? Oder? Das haben wir doch schon viel, viel schlechter gesehen. Wie ich das gemacht habe mit dem Mod hier. Ganz einfach eingefügt. Wiss ich jetzt nicht. So, Freunde. Ach so, der Joker war das. Jetzt sehe ich das im Livestream. Danke dir für dein Abo. Wir werden jetzt die Fracht abgeben. Ich will jetzt nicht abkoppeln. Ich bin doch so ein Trottel. Jetzt habe ich meinen Hänger abgekoppelt. Den Hänger habe ich in der Hose. Ich weiß. Genau, Multiplayer erst, wenn 1.32 wieder geht. Jetzt geben wir die Fracht ab, verspätet. Nanu, da war da irgendwo was da faul, ne? Die haben mir die falschen Frachtpapiere gegeben, deswegen war das. Also, ja, kommen wir nochmal zum Ende. Die Sonne geht nämlich hier unter. Danke erstmal für die edlen Spender heute. An die zwei neuen VIPs, Subscriber oder Mitglieder. Wir sind jetzt 21 in der Gang. Und ich denke mal, wir werden das so machen, dass wir, wenn ich den Livestream mache, wenn der Multiplayer wieder geht, diese 6 Stunden, dass ich dann mal in den Mitglieder-Channel runterkomme und dass wir dann gemeinsam da mal ein bisschen rumfahren, ne? So. Was ist da? Ja, Adi, das ist Geschmackssache, ne? Aber dafür sieht der verdammt böse aus, der LKW. Und böse ist halt cool, ne? Und, ja, na klar, Chemie. Und heute ist nochmal, ne, eine Runde. Endlich ist Garnia Leutnant. Na, endlich herzlich willkommen als Offizier. So, aber schlussendlich, ne? Nachher noch eine Runde Scump. Ich weiß gar nicht, Chemie, hast du Scump? Ich glaube nicht, ne? Wollen wir noch eine Runde da rumlaufen? Wer dabei ist, kann natürlich dann auch den Server joinen. Und dann sehen wir mal, was da losgeht, ne? Und abgeht. Alles klar. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Danke nochmal an die Spender und die Neuen und alles. Seid ihr herzlich eingeladen. Wir sehen uns später nochmal. Ich sage erstmal, haut rein. Bis später. Bye, bye.